Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Was bedeutet das Coronavirus für Deutschland? Mein Name ist Kurt Kleinschmidt, ich bin Astrologe und wir wollen hier einfach mal schauen, welche Erklärung es dafür astrologisch gibt für die Entwicklungen, die ja recht brisant sind. Und da wollen wir auch gleich mal beginnen. Und zwar habe ich hier das Horoskop von Deutschland. Das ist das Gründungshoroskop, die Verfassungsgründung hier, beziehungsweise die Wirksamkeit der Verfassung am 01.01.1871, also wo Deutschland, also wo das Deutsche Reich gegründet wurde. Und ich arbeite mit diesem Horoskop, habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Die anderen Horoskope, also die Gründung zur BRD und das Wiedervereinigungshoroskop, liefern natürlich auch sehr gute Ergebnisse. Ich denke aber, hier sind im Kern die wichtigen Zyklen enthalten. Und wie gesagt, ich habe damit halt sehr gute Ergebnisse für Prognostik erfahren und deswegen nutze ich das und will hier auch gleich schon mal erklären, dass wir hier als Anlage, also grundsätzlich zum Horoskop, ist es halt so, dass wir, also wir haben hier den Tierkreis, einmal ganz kurze Erklärung, der ja in 12 Tierkreiszeichen untergliedert ist und die Zeichen sagen, wie etwas passiert, die Planeten sagen, was passiert und die Häuser, die sich durch den exakten Tageszeitpunkt ergeben, sagen dann, in welchem Lebensbereich sich diese Planetenkräfte äußern. Und Deutschland wurde also gegründet hier so, dass es also zu diesem Zeitpunkt, also im Januar sowieso, ist dann hier die Sonne in Steinbock und wir haben hier als Herrscher vom Steinbockzeichen ja den Saturn. Und der Saturn stand schon bei der Gründung hier in Spannung zu dem Asteroid Koronis. Und der Asteroid Koronis ist das Symbol für Corona. Und interessant ist hier, wie gesagt, dass es hier schon in der Anlage, also das Potenzial für Einschränkungen, also Saturn sind die Einschränkungen durch Corona. Und Coronis ist hier im Zeichen Krebs, also im Zeichen des Volkes und der Familie, der Heimat. Also sind hier Einschränkungen durch die Regierung oder in der Gesellschaft. Saturn ist hier halt auch im Zeichen Steinbock, ja, wie gesagt, sind hier zu erwarten bei Auslösung durch Corona. Also das ist, finde ich, sehr beeindruckend, dass man dies hier schon sehen kann. Und dann will ich hier auch nochmal auf zwei andere Sachen eingehen. Also zum einen ist hier auch interessant, dass der Asteroid Fanatiker auch noch hier mit Saturn zusammensteht bei der Gründung. Saturn ist das Symbol für Verantwortung, für Leistung, für Strukturen. Und die Deutschen gelten ja auch als leistungsorientiert, arbeitsam, strebsam, sind immer so die Maßregler. Und mit Fanatiker da drauf, ist das natürlich dann nochmal quasi, ja, getoppt. Also das heißt, es ist eine sehr, sehr extreme Form von Verantwortungsbewusstsein. Und Saturn ist auch das Symbol für Angst. Und Ängste sind also hier auch betont. Und man spricht ja im Ausland auch von der German Angst. Also das heißt, das ist hier ein Indikator, warum das so ist. Oder wenn man jetzt auch mal so anschaut, also ich sag mal, die Deutschen fahren ja auch mit Fahrradhelm durch die Gegend, weil sie Angst haben, der Himmel könnte auf den Kopf stürzen. Oder also es ist halt schon sehr vorsichtig, ja, das Ganze. Und das ist halt hier so angelegt. Und dann fand ich auch noch gerade jetzt in Bezug auf die Corona-Krise sehr interessant, dass hier der Asteroid China in Spannung steht zu Pluto und Pluto ist das Symbol unter anderem für Viren. Also ist das Symbol für Transformation, aber ist halt auch Symbol für Viren. Das heißt, hier haben wir auch eine Anlage schon bei der Gründung, dass potenziell bei Auslösung Viren aus China hier ein Problem werden könnten und besonders ein Problem hier auch für dass der Bereich hier der Finanzen und des Materiellen, also der Körperlichkeit. China ist hier im Asteroid des Körpers, so, des Körperlichen. Und Pluto ist hier im Bereich der
gemeinsamen Finanzen. Das heißt, wir haben ja jetzt auch durch diese Corona-Krise hier eine Finanzkrise und beziehungsweise die Auswirkungen machen sich ja jetzt langsam bemerkbar. Also ich sag mal, die Wirtschaftskrise wurde ja von Astrologen schon lange vorhergesagt. Durch die Jupiter-Pluto-Konjunktion, die ja gerade im Steinbock stattfindet hier oder stattgefunden hatte schon, aber wie gesagt, also die prägt halt diese Epoche und die zeigt halt hier dann natürlich oder beziehungsweise durch diese Auslösung erfahren wir das Ganze jetzt und haben hier dementsprechend dann auch die Wirtschaftskrise, die aber auch eine Gesundheitskrise sein kann. So viel hier kurz dazu zur Gründung. Und dann wollte ich mal die Transite zeigen. Das sind die Transite vom heutigen Tag, vom 11. März. Die sind hier im Außenkreis dargestellt. Und man sieht hier zum Beispiel gerade eine Betonung des Themas, des Bereichs hier. Das sechste Haus ist gerade aktiviert durch die Sonne seit mehreren Tagen und langfristig durch Neptun. Das bedeutet hier für den Gesundheits- und Arbeitsbereich und auch für das Alltägliche eine Betonung. Und das Ganze hier ist durch Neptun, ja, mit Illusionen und Sehnsüchten und Unklarheiten behaftet. Das heißt, wir haben ja jetzt auch auf dem Arbeitsmarkt die Situation, dass hier unklare Verhältnisse sind und wir jetzt ja über Kurzarbeit nachdenken in der Gesellschaft. Außerdem, ist der Asteroid Corona ist hier auch gerade dran und dann haben wir hier generell eine Wiederkehr von Chiron zu Chiron. Das findet nur alle 50 Jahre statt, so knapp. Und ist halt auch immer ein wichtiger Zyklus. Und das ist ein Zyklus, der die Arbeitswelt und die Gesundheit betrifft. Und das Ganze findet hier leider statt mit dem dunklen Mond. Also es ist ein dunkler Fleck, ein Schatten hier auf der Gesundheit, der diesen Zeitraum prägt. Das heißt jetzt nicht, dass das 50 Jahre schlimm sein muss, aber es ist halt schon natürlich ein Faktor, der hier ja eine Unzufriedenheit bedeuten kann, langfristig. Und dann muss man auch noch sagen, als Anlage haben wir also als Lösungsweg hier für Gesundheit und Heilung, aber auch als Rahmenbedingung für Krankheit und Gesundheit dann auch und auch für die Arbeitswelt haben wir hier das sechste Haus von Neptun, von den Fischen angeschnitten und der Herrscher ist Neptun in der Begegnung. Das bedeutet dann hier, also der Begegnungsbereich wird dann quasi von Venus dargestellt. Waage Venus, denn das ist analog das siebte Haus dem Waagezeichen. Das ist dann also eine Neptun-Venus-Konstellation, die hier die Rahmenbedingungen anzeigt und die Rahmenbedingungen bedeutet dann hier in diesem Fall grenzenlose Begegnung. Also grenzenlose Begegnung ist hier quasi die Rahmenbedingung für Gesundheit und Krankheit. Das heißt also, wenn man dann jetzt krank ist, könnte man natürlich kurzfristig sagen hier oder wenn man kurzfristig denkt, man schließt die Grenzen, dann wird man nicht krank. Das ist natürlich auch eine Maßnahme, aber da wir ja auch die Heilung und den Lösungsweg hier über diese Konstellation haben, brauchen wir quasi den grenzenlosen Austausch, die grenzenlose Begegnung auch für Heilung. Also das heißt, wir würden uns sonst abkapseln und würden dann quasi die Heilung, die ganz speziell hier für dieses Deutschland-Horoskop so aussieht, also das kann für andere Länder, können das andere Maßnahmen sein, aber hier ist es halt de facto so, dass wir hier diesen Austausch auch benötigen, um dann quasi vielleicht von anderen Ländern ja, durch medizinische Hilfe unterstützt zu werden. Also das ist hier ein Faktor und das Gleiche gilt halt auch für die Arbeitswelt, also grenzenlose Begegnung. Wir haben ja auch die geöffneten Grenzen und haben ja auch Neptun als Flüchtlingssymbol im Arbeitsbereich hier langfristig durch den Transit von Neptun mehrere Jahre hier durch diesen Bereich. Und auch in der Begegnung haben wir das so als Anlage. Diese Flüchtlingsthematik. Und grundsätzlich ist es ja auch so, dass wir grenzenlose Begegnungen auch in der Arbeitswelt haben, denn es war ja auch schon so, dass ja, in der
deutschen Geschichte schon durch die Arbeiter aus der Türkei hier viel in der Wirtschaft funktioniert hat und im Prinzip auch durch die den Facharbeitermangel halt auch wir auch darauf angewiesen sind auf diesen Austausch. Also das sollte man immer bedenken. Und dann will ich hier nochmal ganz kurz was zu zwei, drei Geschichten sagen. Und zwar haben wir hier aktuell gerade Saturn exakt auf Merkur im Geburtsbild, der laufende Saturn. Und Saturn bringt hier die Einschränkung und das Ganze bedeutet hier die Kommunikation und die Messen. Merkur ist auch das Symbol für Messen und für den Handel und auch für den Verkehr. Also es wird hier alles abgeriegelt hier. Und Merkur ist im Deutschland-Horoskop hier zuständig für den Bereich des Auslands, denn es ist der Herrscher von den Zwillingen. Und das bedeutet hier quasi Einschränkungen in der Heimat. Also Merkur ist hier in dem Bereich der Heimat. Einschränkungen in der Heimat, Reglementierung in der Kommunikation, Reglementierung im Handel, Einschränkung von Messen. Und das Ganze ist hier begründet durch das Ausland. Und im Auslandsbereich haben wir hier zum Beispiel auch den Asteroid Pan mit dem Glückspunkt zusammen. Das bedeutet im Prinzip, dass wir vielleicht ein bisschen mit dem blauen Auge davonkommen könnten, denn Pan steht ja auch für die Pandemie und für Panik, der Asteroid, und ist hier mit dem Glückspunkt zusammen. Und der Glückspunkt bringt eigentlich, wie der Name schon sagt, Glück. Und könnte dann hier bedeuten, dass wir quasi oder dass diese Panik auch viel mit dem Ausland oder mit Entfernung zu tun hat. So, das wollte ich hier erwähnt haben. Und dann auch noch Pandora. Das habe ich auch in einem Artikel auf meinem Blog beschrieben. Das kann man sich gerne da mal durchlesen. Da gehe ich da genauer drauf ein. Aber wir haben hier Pandora gerade auf dem, also die Büchse der Pandora, die die Pandemie geöffnet hat, beziehungsweise geöffnet wird hier auf Jupiter, auf dem Auslandssymbol. Und auf dem Jupiter ist auch das Symbol für Fülle und für Wachstum. Also die wachsende Pandora, die wachsende Öffnung hier der Krise, der gesundheitlichen Krise. Und dann will ich hier nochmal ganz kurz darauf eingehen, dass hier Pluto natürlich zusammen mit Saturn, wie ich schon gesagt, mit Jupiter auch zusammen, diese drei bringen ja hier diese Weltwirtschaftskrise, die globale Wirtschaftskrise und die globale Gesundheitskrise, die Einschränkungen, die weltweite Einschränkung durch Viren. Das Ganze in unserer Heimat hier. Und der dunkle Mond mit Chiron bedeutet halt auch, ja, wie ich vorhin schon kurz erwähnte, Verdunklung der Gesundheit und auch eine, die Gefahr von Krankheit durch Ausländer. Das ist hier auch durch den Kontakt hier. Aber wie gesagt, Chiron ist auch der Schlüssel. Also, und wie ich ja meinte, also mit dieser Begegnung, dieser Austausch ist halt auch wichtig. Das wollte ich hier einmal gezeigt haben. Und dann haben wir hier im Solar, also die Wiederkehr der Sonne zur Sonne, die immer den Zeitraum von einem Jahr knapp beschreibt. Also dann hier dementsprechend von Januar 2020 bis Januar 2021 geht. Und die zeigt hier zum Beispiel erstmal einen Aszendenten hier im Skorpion, also das deutsche Volk wird hier transformiert. Deutschland transformiert sich. Deutschland ist in der Krise und der Herrscher ist hier zusammen mit Saturn. Also Einschränkungen durch Viren, Einschränkungen, eine transformative Einschränkung. Und die Sonne ist hier im Bereich des Körperlichen, bedeutet hier ja die Selbstverwirklichung über die eigenen Werte ist hier wichtig, das eigene Geld, die eigene Körperlichkeit. Dann haben wir Venus und Corona zusammen im Zeichen Wassermann, also Begegnung ist Venus mit Corona und Uranus, also Wassermann, das Wassermannzeichen ist hier dann die Unruhe, die dann aufkommt. Und dann haben wir Uranus hier, den Herrscher vom Wassermannzeichen, an der Spitze vom Gesundheitshaus.
Und das bedeutet hier, Entschuldigung, eine Unruhe für den Bereich Gesundheit und eine Unruhe für den Bereich Arbeit und im Alltag. Und das Ganze hier dicht beim Mond bedeutet auch Unruhe im Volk. Und im Gesundheitsbereich des Deutschland-Horoskops haben wir dann hier fallend hier, also Mond und Neptun, also die Seuche im Volk, die Unklarheit in der Bevölkerung durch Zeichen Fische zeigt natürlich auch nochmal diese Sensibilität, und ist auch halt, wie gesagt, das Zeichen für Seuchen, und spielt auch mit der Gesundheitsthematik. Also die Gesundheitsachse ist hier Jungfrau Fische und der MC, also das Ergebnis des Jahres ist hier der MC im Zeichen Jungfrau mit dem Asteroid Germania drauf, also Deutschland muss sich um die Gesundheit kümmern. Also es geht um die Gesundheit von Deutschland. Und interessant auch im öffentlichen Bereich ist der Asteroid Fanatica mit Italia auf Mars. Also fällt auf den Mars im Geburtshoroskop, der im 12. Haus im Bereich des Rückzugs ist. Also das heißt, wir haben hier fanatische Italiener, die hier in der Gesellschaft wahrgenommen werden und die quasi hier sich zurückziehen, massiv, wie wir das ja auch gerade erleben. Und dann will ich hier nochmal auf den Pan eingehen, also Pan für Panik, der zusammen mit dem Mondknoten, der für Gemeinschaften und Gruppen steht, am MC des Deutschlandhoroskops steht, auch auf dem Mondknoten, also hier eine doppelte Betonung von Pan mit dem Mondknoten. Das bedeutet dann im Zeichen Krebs Panik des Volkes, die hier zu erleben ist. Interessant ist vielleicht auch nochmal hier, dass der Koronis-Asteroid auch schon in der Geburtsanlage im Bereich des Auslandes sich aufhält. Also das hier kurz zum Jahresausblick, also eine sehr starke Betonung dieser Thematik, auch mit dem Chiron und dem dunklen Mond im Gesundheits- und Arbeitsbereich. Also hier eine sehr starke Belastung von Arbeit und Gesundheit. Und dann habe ich nochmal einen Blick weitergeworfen auf das Jahr 2021. Wie geht's weiter? Also ich möchte mal behaupten hier, es wird kritisch weitergehen, aber es kann sich auch hier um die Flüchtlingsgeschichte drehen, die hier sehr viel Unruhe ins Volk bringt. Also wir haben hier nämlich eine sehr starke Betonung von Unruhe im Volk, Mond, Uranus. Also Uranus fällt auf den Mond und der laufende Mond fällt dann in dem Solar auf den Geburts-Uranus. Also eine doppelte Betonung hier, die sehr, sehr viel Rebellion im Volk anzeigen kann, sehr viel Unruhe und nicht sehr der dunkle Mond auch noch mit dabei. Also es kann auch die Wohnsituation, Mond ist auch Familie und das Wohnen, also es kann auch sehr viel Unruhe in Familien anzeigen und auch für den Wohnbereich sehr viel, ja, sehr viel Chaos bedeuten. Also das ist hier eine Thematik. Da haben wir einen Aszendenten hier im Bereich, also der fällt in den Wassermann und bringt hier ja auch Unruhe und fällt in das fünfte Haus in den Bereich des Lebens, der Kreativität, des Schöpferischen, also sehr viel, vielleicht auch sehr viel Zukunftsenergie. Also wenn man es jetzt mal positiv beurteilen möchte, dann ist das eine sehr starke Zukunftsenergie, auch für die Bevölkerung. Also ein sehr großer Wandel steht hier an. Und vielleicht noch interessant, also ja, also erstmal im Rückzug haben wir Saturn und Jupiter und Pluto weiter. Das heißt, also eine Einschränkung, eine weltweite Einschränkung, die Zurückzug führt, könnte noch weiter hier betont sein. Merkur ist hier auch in diesem Bereich, also Handel wird wahrscheinlich auch noch weiter schwierig sein. Und dann haben wir als MC, als Ergebnis des Jahres, die fanatischen Italiener oder also der. Also es wird hier eine Rolle spielen. Ich vermute mal, dass die Italiener hier sehr, sehr extrem mit der Situation umgehen. Also das ist hier schon mal so zu sagen. Könnte man natürlich noch sehr viel mehr sagen. Corona und Pan, also die Pandemie von Corona hier auf Neptun in der Begegnung. Also es könnte natürlich, also man muss das
sich so vorstellen, dass das der Bereich der anderen Länder ist, weil ich hier das Deutschland-Horoskop hier anschaue. Das würde sonst das Horoskop einer Person, würde dann die Begegnung anzeigen, andere Personen. Hier sind das dann andere Völker. Ja, und dementsprechend kann es sein, dass wir hier dann hauptsächlich mit das andere dann vielleicht viel stärker davon betroffen sind. Dann habe ich nochmal geschaut, ein Zyklenhoroskop, da will ich nochmal ganz kurz drauf eingehen. Und zwar beschreibt das den Zeitraum von 2018 bis 25. Und da ist massiv betont die Corona-Geschichte aus China. Also China fällt auf Coronis und Mars und Coronis fallen auf China. Also man muss sich vorstellen, das ist eine Konstellation, die fällt so alle zigtausende von Jahren, passiert die nicht. Also dass beide aufeinander jeweils sind. Also die Wahrscheinlichkeit ist äußerst gering. Und das zeigt halt hier dann, dass dieser Zeitraum massiv betont ist von der Corona-Krise aus China. Und also ich denke, das ist sehr, sehr beeindruckend und da können auch sehr viele Experten aus anderen Disziplinen sich was abschauen und sollten vielleicht auch ihre Vorurteile ein bisschen überdenken. Denn wenn man zum Himmel schaut, dann findet man da wunderbare Ergebnisse. Wie man hier sehen kann. Also das prägt halt einfach diese Zeit. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir bis 2025 zwingend diese Geschichte haben. Es bedeutet einfach nur, dass in diesem Zeitraum diese Corona-Krise diese Zeit massiv beeinflusst. Also wollen wir mal hoffen, dass das nicht so lange dauert. Als Ergebnis dieses Zeitraums haben wir ja auch den MC im Löwen mit Chiron, also dem Krankheitssymbol und oder Gesundheitssymbol halt auch und Pan. Und Pandora ist auch mit dabei. Also das heißt hier, die Sonne ist ja das Löwe, also der Löwe ist das Lebenszeichen hier. Das heißt, das Leben ist hier von der Pandemie betroffen. Und dann haben wir hier auch Saturn auf Mars, also eine Einschränkung. Und Mars ist ja hier im deutschen Horoskop im Bereich des Rückzugs oder das sind auch die Krankenhäuser. Also Einschränkungen in der Energie oder eine Konzentration auf einen Rückzug, könnte man auch sagen. Merkur fällt hier auf Saturn-Fanatiker, also das heißt hier im Handel Einschränkungen, extreme Einschränkungen im Handel. Und Neptun fällt hier, Jupiter, Entschuldigung, fällt hier in den Bereich des Gesundheitshauses. Exakt an die Spitze, was immer ein sehr, sehr wichtiger Bereich ist, eine Betonung dieser Thematik. Also wir haben hier die Welt oder die globale, weltweite Gesundheitsbetonung und im Zeichen Fische dann die mögliche Seuche. Also das hier kurz erwähnt, da kann man natürlich wieder auch noch sehr viel mehr sagen. Also Pluto und Neptun sind hier auch noch, fallen hier in den Bereich des Auslands und das ist dann die Pluto, die sind die Viren. Also unter anderem die Viren oder die Krise oder die Transformation und Neptun sind dann die Unklarheiten und die Seuchen. Also hier sehr stark dargestellt, wie ich finde. Und da habe ich nochmal ganz kurz, weil ja einige Astrologen auch mit dem Horoskop der Wiedervereinigung arbeiten, das ist natürlich auch berechtigt. Und dort findet man, also wenn man da sich einfach nur mal das Zyklenhoroskop anschaut, da findet man auch eine sehr, sehr massive Betonung. Denn hier ist der Aszendent, der fällt hier direkt auf Chiron. Das heißt, das Ich, also die BRD, also Deutschland ist hier, das wiedervereinigte Deutschland ist hier krank und es fällt auch in das Krebszeichen, also das Volk ist krank und in der Begegnung, also man begegnet hier Corona in diesem Zeitraum. Und das Ganze fällt hier in dem BRD-Horoskop in den Bereich des Steinbocks und das ist dann hier, also quasi man begegnet Corona und wird dadurch eingeschränkt. Und es gibt hier Unruhe in der Begegnung und in der Gesundheit. Also Neptun, Uranus sind hier schon fast im Begegnungsbereich, aber noch im Bereich der Gesundheit und Krankheit und der Arbeitswelt. Und das bedeutet hier Chaos, Unklarheiten, Unruhe. Und eine Veränderung durch eine Seuche. Und eine ganz, ganz explizite Betonung hier ist, und sehr beeindruckend auch, ist hier dieses Bündel,
diese Konjunktion von Venus, Jupiter, Mondknoten und Pandora, die hier auf dem Radix Pluto stehen. Und das bedeutet hier zum Beispiel, Jupiter ist das Globale, Venus die Begegnung, also eine weltweite Begegnung, die schicksalhaft ist, Mondknoten und das Ganze mit Pandora. Also eine Pandemie, eine weltweite Pandemie. Und das Ganze fällt hier auf Pluto, das Symbol für Transformation in der Heimat oder für Viren auch. Also sehr, sehr deutlich und interessant vielleicht auch noch hier, dass der Ceres das Symbol für Ernährung und Versorgung im Löwen auf den Aszendenten fällt. Also das erklärt hier auch die Hamsterkäufe und dass die, ja, alle denken so an sich und hamstern hier kräftig die Vorräte und Chiron fällt auch auf Ceres hier und das bedeutet hier der Schlüssel für die Versorgung oder Gesundheitsversorgung oder auch ja also im Zeichen ist doppelt betont hier halt auch durch die Jung durch das Jungfrauzeichen, was ja auch ein Analog der Gesundheit ist. Also hier gibt es hier vielleicht eine ja, Erkrankung der Versorgung, das wäre auch denkbar. Und das Ganze in Spannung zum Mond, zum Volk. Also hier ist die Versorgung auch stark betont, und die Ernährung. Das ist hier auch sehr spektakulär, wie ich finde. Das wollte ich hier nochmal kurz erwähnt haben. Und dann sage ich auch schon vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn dir das hier gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like. Ansonsten wenn du wissen möchtest, wie diese turbulenten Zeiten sich für dich auch auswirken oder man einfach mal schauen möchte, welche Chancen und Möglichkeiten die Zeit bietet, denn da gibt es natürlich trotzdem gute Chancen und Möglichkeiten, dann findet man mein Angebot auf apolloastro.de dort unter Angebot und ansonsten kann man mich dort über das Kontaktformular gerne anschreiben. Außerdem gibt es dort Wochenhoroskope, die man über den Newsletter kostenlos abonnieren kann. Und ansonsten möchte ich noch hinweisen auf Facebook, dann habe ich den Link hier unter dem Horoskop. Dort gibt es tagesaktuelle Beschreibungen für die Allgemeinheit. Das kann man auch sehr gerne abonnieren. Ja, dann sage ich insgesamt vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, wünsche eine gute Zeit und bleib gesund. Tschüss.